Jo Leute, was geht? Ich bin's ja, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und so will ich jetzt erstmal was loswerden, was ich die ganze Zeit schon loswerden wollte. Und zwar, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2024. Jetzt kann ich es offiziell sagen. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, all eure Träume, eure Wünsche, eure Vorstellungen für dieses Jahr gehen in Erfüllung. Ich glaube an euch, ihr schafft das. Und ja, das wollte ich jetzt eben sagen. Jetzt können wir weitermachen mit dem eigentlichen Video. Und das ist etwas, was ihr euch gewünscht habt. Es ist mir auf jeden Fall in den Kommentaren sehr, sehr oft aufgefallen. Und so habt ihr mich gefragt, Becky, könntest du mal bitte um 3 Uhr nachts den Willy Wonka-Film schauen, um zu gucken, ob irgendwas Seltsames passiert? Und ich dachte mir, warum nicht? Machen wir das einfach mal. Auf jeden Fall melde ich mich jetzt schon bei euch, wo es noch hell ist. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, warum. Wenn wir zum Film schauen, brauchen wir natürlich auch etwas. Wir müssen uns vorbereiten, Leute. Wir gehen zusammen einkaufen und gucken mal, ob es ein paar coole neue Snacks gibt. Irgendwelche coolen Süßigkeiten. Also, hallo, wenn das jetzt nicht perfekt passt, dann weiß ich auch nicht. Irgendwas Neues ist doch bestimmt rausgekommen. Wir gucken einfach mal. Und dann gibt es natürlich wieder Beckys Candy Challenge. Ich brauche auf jeden Fall auch Schokolade, Leute. Weil Willy Wonka hat ja eine Schokoladenfabrik. Also, das muss auf jeden Fall auch sein. Mal gucken, ob ich irgendwas zum Probieren finde. Und ja, das werden wir erst einmal erledigen und dann sehen wir uns kurz vor 3 Uhr nachts wieder und dann geht's los, Leute. Ich bin schon dezent nervös. Ich weiß gar nicht, gibt's schon den neuen Wonka-Film? Also ich meine, der ist ja schon ein Weilchen im Kino und meistens gibt's ja nach einer Weile auch schon die Filme zum Stream auf Amazon. Also die kann man sich entweder kaufen oder ausleihen. Gibt's den schon? Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht geschaut. Es gibt auf jeden Fall einen ganz alten Film von Willy Wonka von 1971 oder sowas. Und dann gibt's noch den von 2005, den kennen wir wahrscheinlich alle. Poste mal jetzt ein paar Schokoladen-Emojis in die Kommentare. Ich glaube, es gibt eine Tafel Schokolade, oder? Als Emoji. Poste mal das, wenn ihr Charlie und die Schokoladenfabrik kennt. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wenn ich, das haben auch ganz viele von euch angefragt, wenn ich nach der verfluchten Nummer von Willy Wonka schauen soll. Bei 11.000 Daumen nach oben werde ich danach gucken. Vielleicht gibt es auch eine Umpa-Lumpa-Nummer oder sowas. Oh mein Gott, wie lustig wäre das. Aber die soll mir ja meist nicht anrufen und anschreiben. Also... ja, ich weiß nicht, Leute. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, seid Teil von Team Becky und verpasst kein neues Video im neuen Jahr. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zusammen einkaufen und dann geht's ab, Leute. Leute, und dann melde ich mich wieder bei euch zurück, denn mittlerweile haben wir es kurz vor 3 Uhr nachts. Das heißt, es kann gleich losgehen. Ich habe die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet. Leute, sorry, wenn ich ein wenig hibbelig bin und ein bisschen aufgeregt und aufgedreht. Aber es liegt vor allem auch an der Cola. Ja, ich muss extra viel Cola wieder trinken, damit ich auch lange wach bleiben kann, aber es funktioniert wenigstens. Und Fluffy ist auch dabei. Sie ist wieder richtig aktiv. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie weiß immer, wenn wir zusammen irgendwie um 3 Uhr nachts einen Film schauen, dann ist sie super aktiv auf einmal. Aber sie hat wenigstens noch zwischenzeitlich geschlafen. Attacke der Fluffy! Wie kann man so ein Flummi sein? Ich hätte gern deine Energie minus der Cola. Auf jeden Fall eine kleine Übersicht, was es heute geben wird in der Candy Challenge. Einige japanische Sachen sind auch dabei. Guckt euch das mal an. Baby Bottle Gummy. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Werden wir mal ausprobieren. Ich habe auf jeden Fall auch wieder Getränke dabei. Und. Also es wird nice, Leute. Hoffe ich doch. Ich hoffe, die Sachen schmecken. Aber ich hätte jetzt irgendwie gedacht, neues Jahr, neue Produkte so. Ganz viel Auswahl. Aber irgendwie war es nicht so. Vielleicht kommt das erst noch. Und übrigens, warum schreibt ihr mir nicht eure Favorite Snacks unten rein, die ich unbedingt mal gegessen und probiert haben muss? Wo gibt es die? Schreibt es mir gerne noch dazu, weil nicht, dass ich das nicht nachher finde oder sowas. Aber eine Candy Challenge mit euren liebsten Candies und so, das wäre nice. Und Getränken natürlich. Und Chips. Ich weiß ja nicht, ob es spooky wird, aber ich habe trotzdem mal meine Grandma-Check-Decke geholt, weil ich meine, es ist allein fast 3 Uhr. Also ich brauche sie allein schon deswegen. Aber ja, wir brauchen etwas zum Einmummeln. Also holt es euch jetzt auch. Ey, was laber ich eigentlich? Ich weiß nicht, es liegt an der Uhrzeit, Leute. Es liegt an der Cola, ich weiß es nicht. Okay, Leute, Grandma-Check. Check. Auf jeden Fall werden wir jetzt zusammen gucken, welchen Willy Wonka-Film wir uns reinziehen können. Weil ich habe noch nicht geschaut. Das machen wir jetzt zusammen. Für mich wie so eine Mischung aus Zwerg, Zauberer und Graf Dracula. Okay, Becky, hör auf, cringe zu sein. Oh mein Gott, meine Augen, meine Augen. Drückt mir die Daumen, dass es den neuen Wonka-Film gibt. Ich habe ihn noch nicht im Kino geguckt. Warte mal. Ich sehe Wonka hier. Den neuen. Und ich sehe den alten. Das ist der ganz alte. Hier haben wir den neuen Wonka. Hier haben wir den mittelalten Wonka. Und hier haben wir den alten Wonka.
Darüber habe ich irgendwie spooky Sachen gelesen in der Zwischenzeit. Also ein paar unheimliche Fakten dazu habe ich gelesen. Das ist, glaube ich, der ganz alte, ja. Aber warum steht da 2014? Gibt es noch einen Wonka-Film? Aber das ist der, meine ich. Den kann man ausleihen. Ja, dann Charlie und die Schokoladenfabrik. Den kennen wir, glaube ich, alle. Den kann man sogar gucken, kostenlos. Wann war es das letzte Mal, als ich den gesehen habe? Schon ein Weilchen her. Da fand ich ihn schon ein bisschen unheimlich, muss ich schon sagen. Also, stimmt ihr mir dazu? Ich fand den schon etwas unheimlich. Hab mich echt teilweise manchmal gegruselt. Und Wonka, der neueste? Nein, den kann man nur vorbestellen. Verdammt! Also da ich jetzt nicht weiß, ob der andere das wirklich originale alte ist, obwohl mir das sehr danach aussieht, aber steht irgendwas von 2014. Nehmen wir einfach jetzt Charlie und die Schokoladenfabrik. Ist er trotzdem ein Film über Willy Wonka? Und mal gucken, ob ich ihn immer noch teilweise so unheimlich finde, wie das letzte Mal, als ich den geschaut habe. Okay, Leute, wir haben es jetzt Punkt 3 Uhr. Let's go. Ich habe mir noch schnell Popcorn gemacht, Mikrowellenpopcorn zwar, aber egal, es ist Popcorn und es riecht voll nach Kino. Und es gibt mir jetzt gerade voll Kinostimmung hier um 3 Uhr nachts. Alter, ich hoffe nicht, dass irgendwas Gruseliges passiert. Ich hoffe nicht. So yummy, Leute. Hier, nehmt euch ein bisschen Popcorn. Ich schicke euch ein bisschen Popcorn rüber. Oh, ich liebe Popcorn. Und jetzt heißt das, ready machen für die Oompa Loompas. Einerseits sind die ja schon cute, auf der anderen Seite machen die mir Angst. Warum ist der Anfang und die Musik gleich direkt ein wenig unheimlich? Wenn ich das hier und da unheimlich fand, den Film. Ich wollte schon immer mal ein goldenes Wonka-Ticket haben. Das ist genau dasselbe wie beim Polarexpress. Du wolltest unbedingt dieses Ticket haben. Bei Wonka ist es genauso. Wer hat sich das auch immer gewünscht? Oder auch allein schon diese Schokolade, diese Wonka-Schokolade. Aber das goldene Ticket, Leute, das war so weit oben auf meiner Wunschliste. Leute, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Der erste, der das goldene Ticket bekommen hat und jetzt auch noch angebissen, war einfach mal einer aus Deutschland. Also soll einer aus Deutschland sein. Zufall? Ich glaube nicht. Können wir bitte darüber reden, wie gruselig diese Puppen da sind, die da abfackeln? So spooky, Alter. Was irgendwie komisch ist, Willy Wonka lädt hier die ganzen Kinder da ein in seine Schokoladenfabrik. Und die eine sagt, wie sie heißt. Und ihm ist es einfach mal egal. What the heck? Er sagt das auch noch eiskalt. Ist mir egal. Wow. Dann sagt er, die können alles probieren, was sie wollen, weil bei ihm ist alles essbar. Und der eine Junge gönnt sich die Schokolade aus dem Fluss und die ist verboten. Ist nur ein bisschen zu spät da gewesen. Und dann wird er diesem Ding da eingesaugt und landet keine Ahnung wo. Und die Stelle im Boot, Leute. Für alle, die den Film gesehen haben, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Alter, wie er mit den Kindern redet. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte des Films angekommen. Also bislang ist jetzt hier nichts Merkwürdiges passiert. Also nichts, was irgendwie gruselig ist. Fluffy hat jetzt auch nicht irgendwie merkwürdig geschaut oder so. Was ich aber echt unheimlich finde, ist einfach Willy Wonka, Leute. Ich verstehe, dass die Kinder manchmal echt ein bisschen frech sind und so. Und ein bisschen sehr gierig und so weiter. Aber das, was er da sagt, ist schon echt manchmal krass, finde ich. Also wenn man ganz genau darauf achtet. Aber ich würde sagen, es ist jetzt Zeit auf jeden Fall für Becky's Candy Challenge, weil die darf nicht fehlen. Ich habe halt, wie gesagt, auch Schokolade am Start. Ich würde sagen, damit starten wir direkt einfach mal, oder? Ich habe hier so Rittersport gebrannte Mandeln mitgenommen. Ich glaube, die hatte ich vorher noch gar nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die jemals hatte. Müsst ihr euch mal vorstellen, da ist jetzt ein goldenes Ticket drin. Oh mein Gott. Es schmeckt einfach so wie normale Schokolade mit ein bisschen Crunch. Ich schmecke keine gebrannten Mandeln raus. Schmeckt nur sehr, sehr süß. Schmeckt aber nicht schlecht, aber ich habe irgendwie gedacht, da kommt mehr der gebrannte Mandelngeschmack raus. Probieren wir mal als nächstes das hier. Das hatte ich aus Japan. Das ist eine King Buu drauf, aber ich habe keine Ahnung, was das genau ist und wonach das schmecken wird, aber wir probieren es einfach mal aus. Oh, die sind echt ziemlich zerbröselt, aber das ist sowas hier. Der Rest ist irgendwie Pulver geworden. Was ist das? Den Geruch kenne ich. Riecht nach dieser Ramune Limonade oder sowas. Vielleicht kennt ihr die ja, die man so ploppen kann mit diesem Kügelchen da drin, dieser Glaskugel. Ich glaube, das ist Traubenzucker. Oh, das fühlt sich irgendwie voll komisch an im Mund. Aber irgendwie schmeckt mir das nicht so ganz. Probieren wir mal zum neuen Jahr die hier. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte. Katjas Glücksgefühle. Ich meine, guckt euch das mal an. So schön pink. Es gibt sogar ein Herz. Die sind ja sowas von lecker. Hier ist sogar Lakritz, glaube ich, dabei. Aber ein Hufeisen, Leute. Ich mag Lakritz. Ich weiß, ganz viele hassen es. Aber ich mag es, Leute. Ich kann es essen. Und ich weiß nicht, wie die das machen. Aber Katjas Bonbons sind immer so weich. Wow, das ist eine 10 von 10 von mir. Dann haben wir hier Haribo Rainbow Pixel. Wenn das nicht mega nice aussieht, dann weiß ich auch nicht. Klingt aber sehr sauer. Ich glaube, wenn ich beide vergleiche, mag ich die einen Ticken mehr. Aber die sind nicht schlecht. Aber muss man mögen. Das ist so ähnlich wie diese Pico-Balla-Dinger. Heißen die so? Ich
glaube schon, oder? Kommen wir mal zu diesem Daisy-Getränk hier. Ich habe halt, wie gesagt, die ganze Zeit nach neuen Sachen gesucht. Es war so schwer. Oh. Warum riecht das so seltsam? Ich hatte schon Angst, dass da irgendwie rote Beete oder so drin ist. Und sowas hasse ich. Das ist irgendwie so ein Saft. Da steht auf jeden Fall Apfel, Banane und Mango. Schmeckt irgendwie mehr nach Wasser. Mit so Geschmack irgendwie. Ich weiß nicht so ganz, was davon halten soll. Dann habe ich das hier gefunden. Das habe ich letztes Mal auch schon gesehen. Long Chip. Ist das ein XXL-Chip oder was? Da bin ich natürlich dabei, aber es sind nicht viele drin. Warte, was ist das? Das sind ja solche Plättchen. Hä? Guckt euch das mal an. Was ist das? Keine Drachenzunge, sondern eine Chipszunge. Alter, wie groß muss die Kartoffel gewesen sein? Ich schmecke jetzt irgendwie gar nicht Honig und Barbecue raus. Da sind auch ziemlich wenige drin und eigentlich waren die gar nicht so günstig. Also, ja, ich finde die jetzt nicht so special. Hat ein bisschen was von Pringles, Paprika irgendwie. Dann habe ich hier ein polnisches Getränk, Timbark, mit Wassermelone und Apfel. Mal gucken, wie das schmeckt. Das habe ich auch irgendwie als Dose gesehen. Oh mein Gott, das riecht so arg nach Wassermelone. Wow! Leute, das ist mein neues Lieblings-Wassermelonengetränk. Oh mein Gott, ist das lecker! Nicht zu süß, nicht zu künstlich, nicht zu sauer. Es schmeckt einfach perfekt. Okay, ich bin mal so gespannt, wie ihr wahrscheinlich auch, wie diese Babyflasche hier schmeckt. Leute, guckt euch mal das an. Das war in der Verpackung. Ja, ihr seht richtig. Da ist nichts mehr drin. Nichts mehr. Aber sie sieht echt schön aus. Duftet richtig arg nach Vanille. Und das ist jetzt so seltsam, Leute. Babyflasche essen, yeah. Kennt ihr solche Milchbonbons, solche Milchgummibärchen-Dinger? So eine Art schmeckt das. Sehr milchig. Bisschen nach Erdbeere. Hat auch ein bisschen was von diesen Glubschi-Augendinger da. Aber ist nicht so mein Geschmack. Ich weiß auch nicht. Ich mag solche Milchgummibärchen-Dinger nicht so sehr. Aber was dazu passen könnte, wäre wahrscheinlich das hier. Ich habe das hier gefunden mit Erdbeergeschmack. Ursprünglich aus Südkorea. Ich glaube, das wäre eigentlich die perfekte Kombi. Das Getränk ist auf jeden Fall besser als dieses Gummibärchen-Ding. Nicht zu süß, aber gewöhnungsbedürftig. Kommen wir mal zu diesen Shin-Chan-Bonbons. Ich habe es aufbekommen. Hier hinten kommt irgendwas raus. Ich weiß nicht, was es ist. Oh. Oh, wow. Kann man das überhaupt essen oder ist das eine Murmel? Das ist verdammt hart. Doch, es ist zum Essen. Aber ich weiß nicht, was das ist, weil das Ding ist so verdammt hart, ich krieg's nicht mal kaputt. Und das schmeckt irgendwie nach nichts. Was ist das für ein Bonbon? Und ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter den Film und gucken, ob noch irgendwas passiert. Leute, alles ist ausgegangen. Seht ihr mich? Der Fernseher ist ausgegangen. Der geht nicht mehr an. Leute, das geht nicht mehr an. Moment mal, ich guck mal, ob das Hauptlicht funktioniert. Hä? Was ist los hier? Leute, der Strom ist ausgefallen. Warum jetzt? Leute, wisst ihr was? Ich suche mal eben kurz die Taschenlampe. Leute, was war das? Hä? Was war das? Ich hab die Taschenlampe. Leute, ich hab die Taschenlampe. Was war das für ein Geräusch? Hier geht gar nichts mehr. Der Fernseher geht nicht mehr, das Licht geht nicht mehr, hier ist alles aus. Ich weiß nicht, ist die Sicherung rausgeflogen? Was passiert sonst gar nicht? Leute, was macht der Stuhl hier? Das war wahrscheinlich das, was ich gehört habe. Der ist einfach mal umgekippt. Wie geht das? Warte. Hä? Wonka-Schokolade? Drei Stück? Wonka-Schokoladen bekommen. Das ist wie am Anfang des Films. In einer ist bestimmt das goldene Ticket.